Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Swag and Sorcery. Wir rüsten jetzt mal Noel seine neuen Sachen aus. Das war schon mal nix. Und das sieht mir aber dafür sehr gut aus. Sofern wir denn kritische Treffer machen. Okay, das passt eigentlich ganz gut zusammen dann. Aber weißt du was, Noel? Ein guter. Heiltränke, ne? Sind wichtig. So, hier bekommen wir Gold. Milk! Hey, Lady, where's my whiskey and catnip? Whiskey is bad for your health. Meanwhile, an unexpected visitor is about to appear in the village. Ja, sehr wichtig. They open a nursing home or something? What's he doing here? Old people often possess valuable knowledge, my dear cat. Valuable knowledge? About what? Polyphonic farts? $300 als Belohnung ist schon mal super. Auch ein Gule. Okay, jetzt geht es um die Wurst. Heute Morgen sind meine Jungs ausgezogen, um Gule zu jagen. Sie haben 9 von den Viechern erlegt. 9. Deine lächerlichen Helden würden sich so etwas doch nie im Leben trauen, oder? Tja, wir machen 10. Aber easy. So. Was brauchen wir hier? 2700. Das war ich im Spa. So ein Nerd aus der Hauptstadt meinte, er müsse mich ärgern. Nun, da habe ich einen Bierkrug auf ihn geworfen. Können wir ihm eine neue Rüstung machen? Er ist nämlich da hinüber und hat einen Freund dabei. Okay. Okay. Spielen wir mit der. Ja. Können wir machen. Da geht's natürlich nach da. Da geht's nach da. So. Militärsachen. Weil mir unten mit dem Speer und seiner neuen Rüstung klappt natürlich auch schon ein bisschen. Oh, er ist unten schon fertig. Schön Ressourcen sammeln. Brauchen wir alles. Vor allem der da unten. Muss ich erstmal seine Rüstung fertig bekommen. So, und ihr. Geht mal was Nützliches machen. Jetzt mal hier Kupfer. Dann Eisen. Dann du.
ein ganzes. Hiervon noch ein paar. Hiervon noch ein paar. So. Hier oben brauchten wir dann Militär. Ja, wow. Erst durch. Gut. Militärsachen. So. Ja, mehr braucht er nicht. Dann haben wir das gleich. Hier unten bei ihm braucht man, glaube ich, noch Beinschienen. Ich gab ihm seine neue Rüstung, aber statt dankbar zu sein, schüttelte er mir Fischöl über den Kopf. Aber keine Sorge, ich habe mich darum gekümmert. Er wird ein Weilchen mit einem gebrochenen Bein flach liegen. Aber das wird ihm gut tun. Sehr schön. Erstmal wieder dahin. Müsste ich jetzt noch... Ich muss erstmal gucken, hier die Ausrüstung. Soldat, Soldat. Beinschienen braucht er noch. Und eine neue Waffe. Er braucht auch die Beinschienen. Und er halt auch. Alle brauchen Beinschienen. Also gehen alle in den Kampf. Schade, dass ich nicht mehrere gleichzeitig losschicken kann. Läuft gut hier. Die reichen gut aus, leider. Ja, wir brauchen hier oben bessere Waffen auch. Da gucken wir mal. Hier stellen wir auch gleich mal her. Und dementsprechend dann die Beinschienen. So. Können wir auch die herstellen? Ja. Hier unten auch gleich noch. Beinschienen. So. Hat er den Elite-Gegner besiegt? Das ist ja fein. So, und Eddie soll ja eigentlich magische Fähigkeiten bekommen, also Intelligenz. Aber der geht halt leider mehr auf Stärke. Aber der müsste jetzt vom Level so sein. Nee. Noch lange nicht. Noch lange nicht. Aber hier kann ich ja jetzt. Essenzaufnahme. Freie Essenzen können im Labor zum Maler verarbeitet werden. Je stärker das Monster, umso mehr. Okay. Aha. Machen wir gleich mal. Und du gehst nochmal in den Kampf. Wo waren wir denn? Genau. Das war bei ihm Soldatenbeinschienen. Und bei ihm... Hä?
Du solltest doch Banditen. Hier. So. Gut. Mehr Beweglichkeit ist super. Ich arbeite hier noch mit der Trainingsarmbrust. Also das geht ja nur gar nicht. Das ist ja... Ja, da kommt er weit mit. Auf jeden Fall. So, hier. Das sieht doch gut aus dann. Und trotzdem haben wir hier einen Boss besiegen können. Der Wahnsinn. So, Eddie. Eddie ist ready. Hier. So. Das sieht doch jetzt gut aus. Ja. Dieser Mann hat am helllichten Tage ein paar Dorfbewohnern überfallen. Dann können ihn fangen. Was sollen wir tun? Schicken wir ihn in Exekution in der Hauptstadt oder versuchen wir einen Anstrengungsbüro aus ihm zu machen? Ja, der Mann sieht nicht schuldig aus, aber die Dorfbewohner sind sehr verärgert. Will deine Entscheidung, mir doch egal. Ich bin der Boss. Das Fieder weicht nicht so gut aus. Jetzt müssen wir Ressourcen sammeln zum Verkaufen von Sachen, damit wir Gold bekommen. Wir müssen ja unsere Leute auch weiter aufleveln. Viel weniger, ne? Er hatte doch auch mal so wie er. Oder habe ich die jetzt vertauscht? Nö. Hm. Müssen wir mal gucken gehen. Hm. Wahrscheinlich hatte er dann irgendwas, was Gesundheit gebracht hat. Bei ihm brauche ich auf jeden Fall noch eine bessere Waffe. Nämlich die hier. So, dann hatten wir nämlich hier die eleganten Beinschienen, aber Level 10 sind die. Hoho. Der gehärtete Speer ist Level 5, der ist okay. Uns fehlt immer noch ein bisschen. Aber haben wir genug Kupfer hier irgendwie? Ja. So. Bei ihm. Können wir hier irgendwelche einfachen Sachen. Auch nicht so richtig. Naja. Warum wir jetzt eigentlich zum Upgraden? Können wir noch nicht sehen gerade. Bei mir will ich halt ein bisschen auf die Intelligenz
gehen. Er muss ja auch erstmal Level 7 werden, ne? Und ich habe den falschen gepusht gerade mit Intelligenz. Mann, Mann, Mann. Die Militärbeinchen gucken wir mal bei Eddie. Ja. Nehmen wir nämlich die lieber. Und verkaufen die. Ich glaube, bei Eddie, da lassen wir erstmal doch noch. So, hier unsere Jungs. Können dann wieder los. Weil wir Noel auch noch trainieren könnten. Aber er nicht. Wir brauchen eigentlich hier 2700, ey. Das ist... Boah. Na gut. Für die Quests bekommen wir dann auch noch. Und hier wieder Holzfäller hin. Das klingt jetzt nicht sehr spannend. Oh. Wir halten da aber nicht viel aus, ne? Holen wir lieber zurück. Radieschen, genau. Allein gegen Elite ist das nix. So. So. Und wieder in den Kampf. Hält jetzt viel zu wenig aus irgendwie. Da könnten wir ihn vielleicht mal so ein bisschen trainieren, ne? So. Eieiei. Da, der stirbt immer gleich. Wow. Lusche. Gut. In der nächsten Folge sehen wir, wie das hier weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.